Das Wichtigste in meinem Bericht ist eigentlich, für Kinderrechte Aufmerksamkeit zu wecken, dass Kinder eigene Rechtssubjekte sind und ebenfalls, wie jeder Erwachsene das Recht hat, auf das wesentlichste Menschenrecht, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ein Pro-Bericht, kein Kontra-Bericht. Und das Wichtigste ist, dass wir unsere Praktiken, unser Verhalten reflektieren, um eventuell Änderungen vorzunehmen, um den Schutz der Kinder, um das Recht der Kinder zu wahren. Ich habe ja mehrere körperliche Beschädigungen genannt. Daraufhin möchte ich, dass die Staaten überlegen, welche Gesetzgebungen sie ändern können, dass sie aufklären, dass wir Dialoge führen mit Gruppen, die betroffen sind, dass wir Ärzte aufklären, damit wirklich auch Praktiken, die schädlich sind für die Kinder, wie zum Beispiel Genitalverstümmelung, bei Mädchen abgeschafft werden. Die sind zwar verboten, aber sie werden nach wie vor durchgeführt. Und damit die Staaten wirklich aufmerksam werden und sagen, das geht nicht. In keinem Land des Europarates darf ein Kind beschnitten werden oder genital verstümmelt werden, wenn es Schädigungen auslöst.